Oberstufe autogenes Training in die Entspannung und laden dann anschließend die inneren Helfer ein. Wir fangen mal einfach direkt an. Und wir fangen an mit dem Bodyscan, mit der Körperwahrnehmungsübung, dass du hinspüren kannst, wahrnehmen kannst, wie fühlt sich der Körper jetzt so gerade an. Und du kannst einfach neugierig, aufmerksam durch deinen Körper wandern. Anfangen bei den Füßen, Fußsohlen. Fußgelenke, Unterschenkel, Schienbein, Knie. Und wanderst da so einfach mit deiner Aufmerksamkeit durch. Schenkst dir selber also diese ganze Aufmerksamkeit. Knie, Oberschenkel, Hüften. Becken. Wie fühlt sich das an? Warm, kalt, beides gleich, rechts und links, unterschiedlich. Und einfach nur so beobachtend, ohne dass du irgendetwas damit anzustellen bräuchtest. Du nimmst es einfach nur wahr. Der untere Bauch, die Mitte des Bauches. So den ganzen Bauchraum wahrnehmend. Die Seiten des Rumpfes. Den Rücken. Wie fühlt sich das gerade an? Und bemerkt der Körper die Aufmerksamkeit, die du ihm schenkst. Brustraum. Die Arme von den Schultern. Oberarme, Unterarme, Hände, Finger. Hals und Nacken. So das ganze Gesicht, das Gehirn. Einfach so mal alles liebevoll wahrnehmen. Der Körper nimmt wahr, dass er liebevoll wahrgenommen wird. Ich bin ruhig. Ganz ruhig und gesammelt. Arme und Beine. Der Körper ist schwer. Angenehm schwer. Der Körper ist angenehm schwer. Vielleicht auch schwerelos. Der Körper ist angenehm schwer.
Ich bin ruhig, ganz ruhig und gesammelt. Der Körper ist warm. Arme und Beine. Der Körper ist wohlig warm. Der Körper ist warm, wohlig warm. Ich bin ruhig. Ganz ruhig und gesammelt. Ich bin ruhig. Ganz ruhig und gesammelt. In Wahrheit ist Frieden. Atmung gleichgültig. Ein- und Ausatmung sind gleichgültig. Es atmet ruhig in mir. Herzschlag gleichmütig. Herzschlag gleichmütig. Liebe und Wärme durchströmen mein Herz mit jedem Pulsschlag. Sonnengeflecht strömend warm. Sonnengeflecht
strömend warm. Wärme strömt in alle Richtungen. Die Stirn ist angenehm frisch. Die Stirn ist angenehm frisch. Der Kopf ist klar und geordnet. Und während der Körper noch tiefer loslässt, kann auch der bewusste Verstand ganz tief loslassen und dein Unterbewusstsein kann dich mitnehmen auf eine Reise. Eine Reise in deine Fantasiewelt, auf eine Reise in deine innere Realität. Und auf dieser Reise kannst du von dem, was ich sage, genau das hören, was in diesem Augenblick für dich gut und richtig ist. Und so möchte ich dich jetzt bitten und einladen, dass du dich mit dem Teil in dir in Verbindung setzt, den man die innere Weisheit oder die innere weise Frau, den inneren weisen Mann nennen kann. Setz dich mit dem Teil in dir in Verbindung, der weise ist. Und vielleicht geschieht es auf einer grünen Wiese, vielleicht geschieht es an deinem sicheren Ort. Lass dich überraschen, wie diese innere Weisheit ganz von alleine jetzt auftaucht, um dich zu begleiten. Und bitte jetzt deine innere Weisheit, dich in Kontakt zu bringen mit einem oder mehreren hilfreichen Wesen. Ich will jetzt nur hilfreichen Wesen begegnen. Und es können Tiere sein oder sprechende Steine, Bäume, Zwergen, Bäume, Zwerge, Riesen, Elfen oder Schutzengel. Es kann auch ein liebevoller Gott sein, etwas Liebevolles, Göttliches.
und sei dabei ganz offen für alle Wahrnehmungen. Sei es, dass du etwas siehst oder die Gegenwart der hilfreichen Wesen oder des hilfreichen Wesens spürst. Vielleicht hörst du es. Nimm mit all deinen inneren Sinnen wahr, was dir deine Weisheit zeigen will. Und du hast dafür jetzt 3-4 Minuten Zeit auf der Uhr. Und das ist für dein Unterbewusstsein alle Zeit der Welt, um diesen inneren Helfern, den inneren hilfreichen Wesen, mit Hilfe deiner Weisheit zu begegnen. Das ist sehr, sehr gut. Und wenn du so deinen inneren helfenden Wesen begegnet bist, kannst du diesem Wesen eine Frage stellen. Und du stellst diese Frage so genau, wie es dir jetzt gerade möglich ist. Du kannst um Hilfe bitten für ein Problem oder ein Anliegen und dabei ganz offen sein für jede Antwort. Und auch wenn die Antwort, die dir gegeben wird, überraschend ist, kannst du innerlich bereit sein, diese Antwort zu erfahren.
Mehr. Das ist sehr, sehr gut. Und in dem sicheren Wissen, dass auch in den kommenden Tagen und Nächten, wann immer du das möchtest, du die inneren Helfer zu dir bitten darfst, du Antworten bekommen kannst, du dich mit deiner inneren Weisheit verbinden kannst. In dem sicheren Wissen kannst du jetzt auf deine Weise dich von den hilfreichen Wesen verabschieden, dich bedanken, auch bei deiner inneren Weisheit, bei dir selber. Und dich auf deine Weise auf den Rückweg begeben. Zurück auf diesem Planeten und auf diesem Kontinent. Zurück in dieses Land und an diesen Ort. Zurück in diesen Raum. Und in diesen Körper. Ich bin klar und erfrischt im Hier und Jetzt. Die Ruhe bleibt. Du kannst dem Körper erlauben, sich zu dehnen und zu regeln. So wie du es nach einem erholsamen Schlaf tun würdest, wie der Körper das ganz von alleine tut. Du kannst dann ein paar Mal ganz bewusst die Arme strecken und beugen, um dem Körper das Zurückkommen zu signalisieren. Tief atmen, die Augen öffnen, wach und klar hier wieder ankommen. Dir einen Moment Zeit nehmen, um das zu erinnern, was du erlebt hast. Ja, so als wenn du nach dem Schlafen aufwachst und dich an den Traum erinnerst. Und das ist wichtig. Du kannst es aufschreiben. Du kannst es dir aber auch so merken. Aber das Großhirn möchte gerne informiert werden, was da gerade passiert ist. Und das tun wir dann auch.